H-E-A-L. Hab euch alle lieb. Oh, ja. Ja, ja, sowas, genau. Sally ist einfach taub mittlerweile. Ach so, deswegen schreibt, redet sie so komisch. Okay. Okay, hier sind all diese tollen Teile für dich. Ich glaube, das reicht, dass du mal loslegen kannst. Du hast hauptsächlich Holzteile da, also brauchst du für jedes Teil Holzbretter. Ah. Das klingt logisch. Ein Teil ist ein Holzbrett, könnte man sagen. Du kannst allerdings auch einige super schicke Teile bekommen, die unterschiedliche Materialien benötigen. Ich finde, die erklärt so viel, dass man schon wieder verwirrt ist von dem, was sie sagt. Die erklärt viel zu viel. Dazu ein anderes Mal mehr. Hallo? Ich höre schon gar nicht mehr zu hier. Hörst du mir noch zu? Willst du mir folgen? Was? Lix und Pizzy hatten gleich das Aggressionsproblem. Die sind ein bisschen schwierig, ja. Ich hab's ja nicht gehört hier. Ich glaub auch. Wow, bin ich wirklich so langweilig? Nee, aber du wiederholst dich die ganze Zeit und immer kommt ein neues Wort dazu und dann bin ich noch verwirrter als vorher schon. Ach du Schande. Nun gut, fertige Holzbretter an und dann verwende sie in deinen Entwürfen. Guck mal, das reicht doch. Das reicht doch schon. Du bist schlau. Ich glaube, den Rest findest du selbst heraus. Ja, dann erklär mir nicht so viel. Oh, und noch was. Ich habe in dieser Werkstatt ganz viele verschiedene Pläne und Bauanleitungen versteckt. Komm vorbei, wenn du auf eigenen Beinen stehen willst. Auf eigenen Stuhlbeinen quasi. Es gibt einen Haufen Zeug, in das du dich mit dieser Entwürfe-Quatsch verbeißen kannst. Mach ich. Super. Cool. Okay. Was ist das für eine Unterhaltung? Also gut. Das sind so drei sinnlose Sprechblasen. Großartig. Vier. Sorry, dass ich dich mit all diesen Informationen erschlage. Juhu, das wird toll, dich hier zu haben zum Entwerfen und so. Kannst kaum. Sag mal, sind wir hier gleich durch oder geht das jetzt hier immer so weiter? Hört die noch auf zu reden? Was meint ihr, Chat? Hört die noch auf zu reden? Also, ich lass dich jetzt gehen. Tschüss. Oh Gott. Sie ist wie mein Dad. Ja, stimmt. Oh Gott. Sie ist wirklich wie dein Dad. Wenn du jemanden da die Hand schüttelst, verprügelst du denjenigen wahrscheinlich. Ja, Lixi Pizzy ist echt böse drauf. Frag sie mal was. Ich hab Angst. Wie geht's? Sachen kaufen. Oh. Ah, okay, hier kann man die Entwürfe kaufen. Von dem vielen Geld, was ich kaum besitze. Okay, wait. Großes Objekt. Es ist einfach ein Entwurfsplan für ein großes Objekt. Stuhl, Zweisitzer. Was ist denn das große Objekt? Ist das irgendwie nachher Monkatos, wenn ich das baue oder so? Tisch, Bett, Licht. Kleine Brücke. Cool. Es mit dem Brückenbauen finde ich ziemlich nice. Und wisst ihr, was besonders schön ist? Man muss keine ein oder zwei Ingame-Tage, Real-Life-Tage warten, bis die Sachen fertig sind. Okay, das wird noch sehr deep, glaube ich. Das ist sehr cool. Oh Gott, all die Farben, mega geil. Boah, ich habe richtig Bock. Also das muss man ja sagen, ne? Es ist schon sehr viel zu sehen, sodass man merkt, wo das hingehen kann, ne? Also wir können sehr viel von den Dingen sehen, die man so machen kann schon. Ach du Scheiße. Es mit den Teilen wird noch echt abgefahren, glaube ich. Pinsel, unterschiedliche Pinsel. Ich werd bekloppt. Wisst ihr, wie geil dieses Spiel werden kann, wenn das fertig ist? Das kann so geil werden. Neu aus Plan. Wir haben ja einen Plan, ne? Für ein kleines Objekt.
Okay, das mache ich mal mit der Maus, ne? Das geht ja mit dem Gamepad nicht so gut. Sie ist so, wie kann ich dich am besten, solange es geht, im Gespräch gefangen halten? Ja, ne, ist wie ein Twitch-Streamer. Ich erkenne da Parallelen. Ich befürchte, das große Objekt ist nicht das, was das erste Crafting-Item in Breath Edge ist. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Okay, was passiert jetzt? Zeug hinzufügen. Aber jetzt hat man doch im Grunde ja so gar keinen Plan, was man da eigentlich macht, ne? Oh Gott. Kannst du dir hier echt irgendeinen Schwachsinn zusammenbauen? Ich mache jetzt Kunst. Chat, ich mache jetzt Kunst. Kann ich das drehen? Ah, mit E. Oh Gott. Okay. Nee, ist fertig. Wie ging das noch? Ach so, Escape. Rechtsklick ging irgendwie nicht. Warte mal, jetzt ist er die ganze Zeit in dieser Drehenfunktion drin. Nee, mach mal steil hier, aber immer in die andere Richtung. In die andere Richtung steil, bitte. So, warte. Ich will auch noch ein bisschen rumprobieren. Wie kann ich das jetzt abbrechen? Das Ding auf Breath Edge. Das könnte man wahrscheinlich sogar tun, ja. Wie kann ich das Drehen abbrechen? Er hat sich wieder zurückgesetzt, der Otto. Hey, komm. Okay. Und jetzt? Eben konnte ich das auch frei bewegen. Jetzt bin ich verwirrt. Warum sind da jetzt zwei eigentlich? Jetzt? Ich versuche hier Kunst zu machen, okay? Ich bin Künstler. Ja, ja gut, wie ich die drehen und bewegen. Achso, du meinst mit bewegen die Pfeile, ja. Aber eben konnte ich das Ding ja frei bewegen, das hat mich irritiert. Also eben konnte ich den Ast frei bewegen einmal. Deswegen war ich verwirrt, dass auf einmal die Pfeile und so aufgetaucht sind. Und ich wusste nicht, wie ich den Drehvorgang abbreche, weil er sich ja immer wieder zurückgestellt hat. So, ich habe Kunst gemacht. Du kannst hier echt alles Mögliche zusammenbauen. Ich werd weich, ey. Wenn ihr euch fragt, was ich hier mache, ich habe selber keine Ahnung. Oh, jetzt hängt er wieder. Und mit Escape kommt man zum Glück immer zurück. Scheiße. Achso, sobald ich einmal Rechtsklick gemacht habe, bricht der ab und dann kann man irgendwie nichts mehr tun, so richtig. Ach ja, so. Ich bin Künstler, Freunde. Ich bin Künstler. Ach, der kleine Punkt ist frei bewegen. Oh! Das war das Gamepad. Entschuldigung. Okay. Okay, okay. Also, wir können uns alles wirklich zusammenbauen. Ich werde es nicht bauen, Leute, weil es ja sonst Ressourcen kostet, denke ich. Ich werde es nicht bauen.
Wir haben aber noch keine Farben und Stoffe. Also das könnte schon echt cool werden. Es ist wirklich noch ein bisschen buggy, ne? So. Zurück, beenden. So. Okay. Sie meinte ja, wir finden irgendwo in der Werkstatt Entwürfe, aber ich sehe gar nichts. Deswegen glaube ich, müssen wir noch ein bisschen warten, bis da was auftaucht. Die kosten alle so viel Geld. Es bringt mir auch nichts, dieser. Hier, die Brücke können wir bauen. Lass uns die Brücke bauen, weil die bringt uns ja auch weiter. Damit würden wir einen weiteren Ort erschließen. Ja, weil Fotomodus muss cool gemacht sein, damit ich mich darin verlieren kann. Meine Mutter kann quatschen ohne Punkt und Komma und merkt nicht, wenn man schon gar nicht mehr zuhört. Wow. Ich kaufe mir jetzt den Brückenplan. Und dann versuchen wir, eine Brücke zu bauen. Ja, in Horizon Zero Dawn war sehr guter Fotomodus, ja. Mir fehlt ein bisschen so das freie Bewegen mit Mausrad oder so, dass man irgendwie die Kamera schwenken kann. Das fehlt mir ein bisschen. Also ich kann jetzt random irgendeine Brücke bauen, oder was? Ist es egal, wie breit die ist, oder muss sie diese Felder ausfüllen? Skalieren. Oh! Ah, jetzt geht's. Ich weiß nicht, was das Skalieren bringt. Achso, das ist einfach nur... Hä? Skalieren. Jetzt. Ah, geht doch. Oh, das ist so cool. Chat, wie cool ist das bitte? Ich kann es noch nicht richtig anfassen, aber es ist so cool. Kann, glaube ich, schon noch sehr tricky sein für einige, das zu benutzen. Ne? Das ist schon... Hui. Aber ich bin sicher, da ist er dran, dass es möglichst für jeden zugänglicher wird. Weil das ist schon abgefahren, ne? So, ich kann das doch duplizieren, ne? Scheiße, das wollte ich gar nicht. Da. Steuerung Z. Ganz wichtig, Steuerung Z. Fehlt ein gutes Tutorial hierzu, ja, ja. Und es ist auch noch ein bisschen, wenn man halt noch nicht so irgendwie in entsprechendem Programm gearbeitet hat, ist es auch ein bisschen verwirrend mit den ganzen Pfeilen und so. Und vor allem irgendwie zwischendurch kackt es dann ja mal so ab, wenn du dann mal rechts, also wenn ich zwischendurch Rechtsklick mache, dann kackt er manchmal so ein bisschen ab und so. Ein Problem ist, dass es jetzt, ach so, nee, das ist noch richtig, dass es so ein bisschen über den Boden schwebt. So. Und es ist halt ein bisschen umständlich, ne? Dieses Umschalten zwischen... also ich krieg's auch nicht so richtig von oben. Das ist mein Problem. Es ist ja immer so eine verzerrte Ansicht. Und dadurch sehe ich nicht so gut, was ich mache eigentlich. Das macht's nicht so benutzerfreundlich. Das lösche ich mal. Weil die Bretterlänge ist jetzt eigentlich ganz gut. Das können wir duplizieren und dann können wir das einfach verschieben hier die ganze Zeit. Das ist schon ein bisschen cool, ne? Vor allem kannst du dann mehr da... Warte mal, was kann man denn sonst damit machen? Was zeigt denn jetzt der Leitfaden an? Oh Gott. What the fuck?
ich verstehe nicht ganz, was mir der Leitfaden mitteilen soll, wenn ich ehrlich bin. Entwurf schweißt Schwierigkeiten auf. Ja, das ist richtig. Mindestgröße. 1,5 Meter. Hä? Achso. Plan auswählen. Hä? Schnalle ich nicht? Egal. Wir machen hier einfach mal weiter. Wir müssen es ja mal ausprobieren, ne? Ich würde es ganz gerne einmal richtig gerade von oben sehen. Und das sehe ich halt hier nicht. Das ist halt immer verzerrt. Possibilities, die ich darin sehe, ne? Wie breit und wie hoch in 3D zeigt er an? Wenn ich es richtig verstanden habe, ganz unten muss der Boden sein. Alles, was oben ist, kann für Deko verwendet werden. Ach so, also quasi müssten eigentlich... Ne, der befindet sich in der untersten Ebene, ne? Weil ich finde, man sieht das nicht so gut. Man sieht das halt nicht so gut. Weil es halt auch alles weiß ist und so. Ich erkenne jetzt nicht so genau. Es ist, glaube ich, in der unteren Ebene. Ne? Also so ist schon richtig, dass es so ein bisschen über dem Boden schwebt, oder? Und da alles darüber wäre dann halt so Dekoration und so. Okay. Es ist schon geil gedacht. Aber ich finde es sehr schwierig, weil ich kann jetzt schon... Ich weiß jetzt schon, dass manche Leute das nicht sehen werden mit dem Raster hier in weiß. Aber vielleicht gibt es ja später eine Möglichkeit, die Farbe auch von dem Raster anzupassen oder so. Weil das verschwindet ja komplett. So, aber prinzipiell sehr cool. Man muss sich halt so ein bisschen reinfuchsen. Ich glaube, man wird sich auch im, wenn das Spiel fertig ist, muss man sich da auch reinfuchsen. Aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Wir können natürlich auch ein richtig breites Brett, glaube ich, machen, ne? Lass mal probieren. Guck mal, man kann es auch so richtig breit machen. Aber es sieht dann halt auch schon kacke aus, muss man sagen, ne? Sieht dann halt auch kacke aus. Nein! Oh nein, das wollte ich nicht. Oh nein. Cool, das ist, dass man so seine eigene Brücke bauen kann. Ja, jetzt habe ich ein kleines Problem, weil man... Du kannst halt auch nicht rauszoomen oder so, oder? Kann man rauszoomen? Nein. Nee. Wäre halt cool, wenn es zum Beispiel zwei Modis gäbe. Einfach und professionell. Ja. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass es für einige ein bisschen zu komplex ist. Oh, das wollte ich nicht. So. Ich kann mir vorstellen, dass es für einige zu komplex sein würde. Guck mal, jetzt habe ich zum Beispiel nicht gesehen, wie groß der Abstand hier ist. Das ist nicht so ganz optimal, ne? Es ist auch, guck mal, es ist auch komplett schief, ne? Weil ich die ganze Zeit immer nur perspektivisch arbeite, es ist komplett schief. Aber gut, wir lassen das jetzt erstmal so. Weiß jemand, was es damit auf sich hat, wenn der Entwurf Schwierigkeiten aufweist? Ist wahrscheinlich einfach nur, dass es noch nicht fertig ist, oder? Wir duplizieren jetzt einfach mal alles wie doof. Es wirkt halt durchgehend schief. Also ich meine, es ist halt, weil die Bretter natürlich nicht komplett gerade ist, dadurch wirkt das immer so.
Obwohl das halt letztendlich eigentlich gar nicht der Fall ist. Jetzt wird's so tricky, ne? Doch, glaube ich nicht, oder? Oh doch, das geht noch in den... Okay, eben dachte ich, dass wir wären schon über dem, über der Grenze. Ich merke richtig, wie es mir fehlt, einfach mit der Maus nach vorne ziehen zu können, damit ich die Kamera verschieben kann, weil das ist echt krampfig gerade. Aber gut, das mit der Kamera und so, das haben wir ja schon gesehen, das muss ja eh noch ein bisschen anpassen, ne? Allein schon aufgrund der weirden Close-Ups zwischendurch. Gut, setzen wir uns mal da dran. So. Okay. Sonst können wir dann, glaube ich, wir können halt hier noch so Dekorationen drauflegen, wie Äste und so. Oh, jetzt ist das schon wieder komisch. Na toll. Ich kann nicht drehen, gerade. Ich kann die Kamera nicht drehen, scheiße. Okay, ich kann gerade nichts machen. Mal wieder. Er hat die ganze diesen Dings da ausgewählt. Jetzt. Okay, jetzt geht's wieder. Weird. Achso, immer wenn ich rechts klicke, dann hängt er sich so komisch auf. Ja, ich muss doch... Leute, ich muss doch mal die Kamera drehen können zwischendurch. Sieht schon wie ein richtiges Xylophon aus, ja? Sollte auch sein. Ein wunderschönes Xylophon. Ich würde ganz gerne ein paar Äste drauflegen, damit es so ein bisschen natürlicher ist. Aber ich kann die Kamera nicht drehen. Ich kann gar nichts mehr sehen hier. So. Ich brauche einmal den Leitfaden. Jetzt liegt der Ast da drunter. Okay, das ist jetzt wirklich weird. So, drehen wir das ganze Ding einmal. Einmal so, bitte. Ach so, jetzt hängt der Ast da oben drin. Also, ne, benutzerfreundlich ist anders. Also ich meine, das können wir schon sagen, ja? Ich meine, ich habe das Prinzip ja verstanden, wie es gedacht ist. Aber benutzerfreundlich ist anders. Aber gut. Ich finde die Idee trotzdem sehr cool. Wir müssen es noch ein bisschen drehen, dass es wieder ein bisschen gerader wird hier. Hier. Dass er da auch drauf liegt. Aber wie cool das ist, wenn du dann noch so richtig, vielleicht noch so Blätter und sowas drauf dekorieren könntest, das wäre halt cool. Ich meine, das mit dem Ast hier ist ja schon mal ganz nice. Ich würde es jetzt auch einfach erstmal so lassen, ja? Aber jetzt sagt er auch nicht mehr, dass da Probleme auftauchen. Ne? Also das haben wir auch keine Probleme mehr. Das scheint schon soweit richtig zu sein. Wir haben leider sonst auch nichts mehr zum Dekorieren. Aber was man alles machen kann, du kannst ja auch... Boah. Du kannst ja auch so richtig hier so Pfeiler bauen. Oh, das ist aber klein. Warte mal, die könnten wir da drunter packen, theoretisch, ne? Aber ich glaube, es ist mir gerade noch so ein bisschen zu umständlich, dann sowas zu basteln, wenn ich ehrlich bin. Ah, es sind nur so kleine Knubbel, okay. Sowas.
So, und das können wir das da drunter packen? Boah, dass man zwischendurch die Kamera nicht mehr drehen kann, ist so affig. So. Nein. Könnt. Warte. Ah. Platziere das mal kurz, dann einmal auf Bewegen gehen. Können wir hier so lustige Pfeiler dran machen. Das ist natürlich auch ganz cool. Ich erkenne leider nicht so richtig, wie es aussieht. Hallo? So, und ich glaube, wir können das noch ein bisschen weiter runter machen. Okay, in den Erdboden geht nicht. Okay, das geht nicht. Wollte ich nur mal ausprobieren. Aber das können wir halt machen. Dann können wir da noch so Stützpfeiler dran machen. Dann sieht das ein bisschen realistischer aus. Komm her! Mir anders vorgestellt. Ja, in der Mitte können wir auch was hinmachen. Finde ich auch ganz gut. Warte mal, wir haben hier 3, 6. Ja, wir sind auch schon so ungefähr in der Mitte. Hier. Ungefähr. Da muss der noch ein Stück rein. So. Dann gilt es, den zu duplizieren. Ich rede ganz gerne auf der anderen Seite auch nochmal. Er ist sich aber noch unsicher. Na gut, machen wir es lieber so. Das freie Platzieren scheint nicht ganz so gut zu funktionieren zwischendurch.